Wir, die Bienen. Eines Tages ging die Drohne im Garten spazieren und kam erst spät in der Nacht zurück. Sie war nicht müde, wovon denn auch? Sie ruhte sich nur faul auf einem Blütenblatt aus, träumte von einem Rosenblatt, bewunderte einen Schmetterling und unterhielt sich mit einer Wespe. Und auf einmal war der Tag vorbei. Sie ging direkt in den Speisesaal des Bienenstocks. Dort suchte er aber vergeblich. Er konnte seinen Becher nicht finden. »Wo ist mein mit Honig gefüllter Becher?«, fragte er empört. »Du isst, was du gesammelt hast«, antwortete eine fleißig fegende Biene. »Aber dann verhungere ich. Nein, das kann nicht sein. Ich habe Recht auf meinen Anteil. Hier, nimm den Besen und fege.« »Ich? Ich soll fegen? Aber ich habe noch nie gearbeitet.« »Siehst du, das ist das Problem. Wir arbeiten den ganzen Tag. Der Honig sammelt sich nicht von alleine im Bienenstock. Jeder hat etwas zu tun.« »Wer hat denn diese Entscheidung getroffen?«, fragte die Drohne. »Wir, die Bienen.« »Dann beschwere ich mich bei der Bienenkönigin über euch. Das werdet ihr noch bereuen.« Die Drohne verließ wütend den Bienenstock. Niemand wusste, wohin sie ging. Solltet ihr sie treffen, so gebt ihr Bescheid, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.